So, hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Aber ich habe keine Krümel am Mund. Ich bin jetzt voll auf Käseschips. Wenn natürlich wieder zu faul war aufzustehen, um irgendwie ein Sandwich zu machen oder so. Und die Tüte ist halt noch nicht leer. Und ich laber jetzt wieder irgendein Zeug einfach, damit ich nicht so nervös bin. Jetzt habe ich mich nicht ganz so erschrocken wie gerade eben in der Folge mehrmals. Nee, Mami, Mami. Wir müssen wahrscheinlich nach oben, ne? Jetzt komme ich gerade aus der Halluzination irgendwie gar nicht mehr raus, ne? Nein, okay. Vielleicht mit uns. Ich spiele nicht. Nein! Schaff das weg von mir! Was? Muss ich jetzt schießen oder? Verbrauche ich jetzt gerade unnötig meine Munition? Ja, ich glaube. Alter! Ich glaube ja. Ich weiß, es ist eine Halluzination, aber ich habe irgendwie aus Reflex schieße ich. Oh nein. Jetzt habe ich. Oh. Okay, wir haben aber. Alter. Voll die Hasenscharte, die Puppe. Das ist nicht, dass das schlimm wäre, aber. Ich habe noch nie eine Puppe mit. Überbiss gesehen. Okay, die Tür geht nicht auf. Das ist gerade so beruhigend, die Musik irgendwie, finde ich, ne? War komisch. Ist das jetzt immer noch Halluzination oder muss ich jetzt kämpfen? Was? Space ist blocken? Ich hab doch gedrückt. Okay, das bringt gar nichts. Okay, ich muss irgendwie. Warte, jetzt muss ich brennen, ne? Rennen, 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 rennen. Blocken. Rennen, rennen, rennen. Ich kann irgendwie nicht so schnell rennen wie normalerweise. Nein, 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 nein! Schnapp sie dir, Tiger! Warum machen mich alle?
fuck. Oh, meine Knarre ist leer. Oh, Nachladen. Kann ich irgendwo hin? Kann ich irgendwie was einsammeln oder so? Ah, okay. Hat die irgendwie einen Schwachpunkt? Die Augen vielleicht? Ich kann die ja, naja, so Ausweichtaktik ist ja jetzt auch nicht so. Nee, kommt immer näher, Alter. Und ich kann hier nirgendwo hin. Oh! Oh! Ah, fuck. Oh, was? Und ich habe gerade noch gesagt, ich habe Angst, dass ich beim, oh, mein Fuß tut wieder weh. Dass ich beim ersten Mal verkacke. Okay, kurz nachdenken. Muss ich vielleicht in die Augen schießen oder so? Vor Evelyn können sie nicht fliehen. Greifen sie sie wiederholt an und versuchen sie, ihr aus dem Weg zu gehen. Sehr witzig. Bomben mit Fernzünder. Sie können Bomben mit Fernzünder an Gegner anbringen, wenn sie mit diesen ringen. Nervengiftgranaten. Ich habe das jetzt alles nicht dabei. Ich habe ja schon geahnt, dass es jetzt kommt. Aber vor dem letzten Speicherpunkt hatten wir jetzt hatten wir ja nicht nochmal eine Kiste. Scheiße. Okay, wenn wir es nicht packen sollten... Dann lade ich nochmal den letzten Punkt. Laufe bis hier hin und dann treffen wir uns hier nochmal. Weil wir können ja, ja. Wir müssen jetzt einfach das, was wir haben. Und ich wollte doch unbedingt meine Magnum haben. Ich wollte doch unbedingt meine Magnum haben. Für den Endkampf. Ja. Okay, dann ballern wir jetzt erstmal das Maschinengewehr komplett drauf. Aua. Ey, nein, 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 nein. Hallo, 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 hallo. Okay, ich kann mich nicht bewegen. Also ich kann nicht aufstehen oder irgendwas. Aua. Ich habe doch gerade versucht... Versuche gerade die ganze Zeit nachzuladen. Aber jedes Mal kriege ich hier auf Fresse. Alter. Ey. Ich kann nichts machen. Geil, like Resident Evil 1. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich weiß, ich habe einen Zuschauer, der hat mir gesagt, ich habe das am Anfang sehr oft gesagt, aber es ist halt geil. Es ist einfach nur geil. Ja. So, wo bist du? Wo ist die Fresse von der? Ich kann mich auch nicht großartig bewegen. In your face. Warum hasst du mich alle? Weil du alle tötest für ein Stück. Und manipulierst und infizierst und...
Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Ethan? Mia. Du hast es geschafft. Ich bin froh. Hab ich? Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Ich hatte gerade Mias Verlust akzeptiert. Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür. So, wie immer lasse ich natürlich die Credits durchlaufen. Ich sag, oder ich kann nicht viel zu dem Spiel sagen, weil ich fand es einfach nur geil, geil, geil von Anfang bis Ende. Die Story war geil, die war super, einfach like Resident Evil, genauso wie ich die ersten Teile auch kenne und in Erinnerung habe. Der Aufbau, das Gameplay von der Grafik. Ey Leute, ihr müsst euch das in 4K irgendwo angucken, es ist einfach nur super geil. Das Feeling, es war wieder die richtige Mischung zwischen Action und Spannung und Horror. Es waren nicht so viele Jumpscares, es waren diese typischen, ja, leichten Resident Evil Rätsel dabei. Von denen hätte ich mir einen Ticken mehr gewünscht. Ansonsten ist einfach alles richtig in dem Spiel. Alles. Also, keine Ahnung. Ich habe wirklich kaum irgendwie einen Kritikpunkt. Die beiden DLCs werdet ihr bei mir auch noch sehen. Die habe ich halt direkt gekauft gehabt, als ich das Hauptspiel auch gekauft habe. Und das bereue ich auch überhaupt nicht. Ich bin raus. Bis dann.